Hallo meine Damen und Herren, hier ist der Extra 3 Video Podcast. And by the way, uns gibt's natürlich auch in voller Größe im NDR Fernsehen jeden Donnerstag um 23 Uhr. Und jetzt geht's los. Und du hast mir gar nichts zu sagen. Und fass mich nicht an. Fass mich nicht an. Du sollst mich nicht anfassen. Die Auto aufs Maul, Alter. Weißt du was? Was ist denn hier los? Verpiss dich. Okay. Das kann ich dir nur sagen. Das ist Johannes Schlüter, langzeitarbeitsloser Hartz-IV-Empfänger und seit kurzem Security Marshal. Schlüter soll an Bahnhöfen und Bushaltestellen nach dem Rechten sehen. Für den gelernten Kellner kein Problem. Ja gut, ob ich jetzt serviere, ne, oder ob ich jetzt observiere, das ist Wumpe quasi. Das ist ja ein Job wie jeder andere auch. Entschuldigung, haben Sie irgendwelches unbeaufsichtigte Gepäck dabei? Okay, das alles, ne? Schönen Dank. Bus- und Bahnmarschall ist bereits Schlüters zweiter 1-Euro-Job im Security-Bereich. Vorher hatte er mit eher mäßigem Erfolg 2 Wochen als Unterwassermarschall gearbeitet. Halten Sie sich eigentlich selbst für qualifiziert für den Job? Weil der ist ja nicht gerade einfach, ne? Ja, inzwischen würde ich sagen, ja, schon. Aber als ich vor 4 Wochen angefangen habe am Kölner Hauptbahnhof, da war ich noch nicht so, da lief das noch nicht so. Kannst du kurz auf meinen Koffer aufpassen? Ja klar, stell hin. Ja, da war mein Chef auch nicht gerade von, da gab es richtig Ärger. Aber ich sag mal, es ist noch kein Marschall vom Himmel gefallen. Meister heißt der eigentlich, ne? Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem neuen Job? Ja, die Kollegen sind super nett, da kann ich noch eine Menge lernen von denen. Zum Beispiel Ronny Lampe aus Cottbus, der hat so von Haus aus schon einen kritischen Blick auf Ausländer und gar keine Berührungsängste und habe ich viel gelernt. Moin Ronny! Was bedeutet Ihnen der Job als Bus- und Bahn-Sheriff? Also es ist wunderbar. Also im Vergleich, ich musste mal zum Spargel stechen und da hatte ich gleich so einen Sonnenbrand und alles und da war ich an einem Tag wieder weg, das war gar nichts. Und im Vergleich, jetzt kann ich mich hier im Dienste der Sicherheit auch ein Stück weit selbst verwirklichen und dabei auch meinen Mitmenschen was Gutes tun. Insofern ist das schon eine super Sache. 2 Tage später. Eine neue Herausforderung. Schlüter ist in den Innendienst versetzt worden. Ja, mein Chef hat gesagt, ich soll jetzt doch lieber erstmal im Innendienst arbeiten. Als Fahrstuhlmarschall bin ich hier jetzt gerade tätig im Dienste der Sicherheit. Und ich sage immer im Innendienste der Sicherheit. Innendienst? Entschuldigung, was haben Sie denn in den Tüten? Können Sie Ihre Tüten mal... Johannes Schlüter. Ein Mann sorgt für Ordnung im Dienste der Sicherheit. Für nur 1 Euro pro Stunde. Alles, was Sie über Extra 3 wissen müssen, gibt's im Internet unter www.ndr.de/extra3. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche. Tschüss.